beginnt die Aufzeichnung, denn wir wollen natürlich, dass wir das auf YouTube hochladen können, dass wir davon immer und immer wieder lernen können, weil es werden geisteskranke Nuggets heute kommen. Und Jasmin, ich entmute dich, Leute. Ballert nochmal Flammen, Einsen, Herzen, alles in den Chat rein für Jasmin. Geisteskrank, ich bin gespannt auf dein Part. Let's fucking go! So, Leute, was geht? Ich freue mich mega, heute hier speaken zu dürfen, wirklich. Ich bin zwar mega, mega aufgeregt. Ich denke, das kennt ihr alle vom ersten Part. Aber trotzdem mega Bock, einfach meine Komfortzone auch zu verlassen. Und yes, würde sagen, let's go. Ich habe mir überlegt, heute ganz kurz einfach über meine Story zu speaken, da mich vielleicht auch einige von euch noch nicht so gut kennen. Und ich das Ganze hier bei IM wirklich langfristig sehe. Deswegen, also ich denke mal, jeder von euch sollte das wirklich langfristig sehen. Wir haben alle sehr, sehr große Ziele und werden diese auch erreichen. Und genau, ganz kurz einfach, also ihr müsst euch vorstellen, ich war ein kleines, elfjähriges Mädchen, die kleine Jasmin halt, und meine Eltern haben sich damals getrennt. Hat halt einfach nicht mehr geklappt und hört sich jetzt vielleicht erstmal nicht so krass an, aber bei mir persönlich war es halt schon so, dass es mich schon geschmerzt hat, also gerade auch wegen meinem Papa, also ich war immer mega das Papakind, habe sehr viel mit meinem Papa gemacht und genau, dann war er eben auf einmal nicht mehr so da. Und dann hat wirklich so die schwierige Zeit angefangen bei mir, sage ich mal. Also ich habe dann die Schule gewechselt, bin von der Realschule auf die Hauptschule runter, also bin immer schlechter geworden. Und genau, dann eben falsche Freunde wirklich. Ich habe Alkohol getrunken bis zum geht nicht mehr, habe irgendwelche Drogen genommen, habe wirklich sehr, sehr viel Mist gemacht, wurde auch oft von der Polizei abgeholt, einfach, was auch wirklich sehr, sehr mies war, einfach wegen meiner Mama auch. Also wirklich Vertrauen total zerbrochen und so weiter. Wirklich so ganze Sachen. Dann war ich halt mega die Mitläuferin, habe immer so Anerkennung gesucht, weil ich das halt irgendwie von meinen Eltern nicht mehr so ganz bekommen habe, so, weil mein Papa eben auch weg war. Und genau, ansonsten, ja, wie es halt eben ist, es gehen halt immer auch Gerüchte rum, irgendwelche Lügen über mich. Wie gesagt, ich war jetzt auch nicht immer die Bravste, das sieht man ja oder hört man ja. Und genau, das dazu so. Aber bei mir war es so, dass ich immer schon so ein bisschen anders vom Leben gedacht habe als andere. Das habe ich halt sehr gemerkt. Ich habe immer so gemerkt, dass das Leben irgendwie einem so mehr geben kann, dass viel, viel mehr da draußen noch auf mich wartet. Aber ich konnte mich nie so wirklich lösen, was, wenn ich jetzt zurückblicke, mega, mega schade war einfach, weil ich auch so, so viel Zeit verschwendet habe. Deswegen wirklich das Erste, was ich euch sagen will, was ich euch einfach mitgeben will, wenn irgendwas irgendwie, wenn ihr merkt, dass es nicht weitergeht, dass ihr irgendwie nicht weiterkommt, dann trennt euch einfach so von den negativen Dingen wirklich. Ja, es sind jetzt halt wirklich alles so viele Sachen, die einfach schon oft gedroppt wurden, aber ich habe halt wirklich so den Eindruck, vielleicht setzen es einfach nicht alle so um. Und genau, wirklich, ja, lol. ja, ich habe halt wirklich immer schon anders gedacht, habe immer so mehr Möglichkeiten gesehen und so weiter. Und dann wirklich so den ersten Punkt, den ich euch einfach mitgeben möchte, so akzeptiert einfach eure Vergangenheit. Egal was war, wirklich, egal, ich denke mal, jeder von euch hat irgend so eine Story, wo man sich einfach nur so denkt, so, oh mein Gott, oder irgendwas, was halt einfach geschmerzt hat, was wirklich nicht schön war. Akzeptiert es einfach, weil ihr könnt es sowieso nicht ändern, es ist so, wie es ist, alles passiert aus einem bestimmten Grund und ihr seid sowieso wundervoll, wie ihr seid, deswegen einfach akzeptieren. Und dann, was ich auch noch so gemerkt habe, wirklich, was ich auch durchgangen bin, so einfach, der Schmerz macht dich viel, viel stärker, so. Es passiert halt, wie gesagt, alles aus einem Grund und egal, was dir passiert, egal, was du durchläufst, egal, was du durchmachst, so, der Schmerz macht dich halt viel, viel stärker. Dann, was auch noch so ein Punkt ist, hat man schon zu oft gehört, aber trennt euch einfach von negativen Menschen, gerade auch von diesem Umfeld einfach so. Die Leute, die einfach so einen negativen Einfluss haben, einfach falsche Freunde. Ja, wie gesagt, also ich kann euch eins sagen, so vor einer Woche, ich habe mit meiner besten Freundin die Freundschaft beendet, wir kannten uns 5 Jahre und ist halt erstmal krass, tut vielleicht auch weh, aber im Nachhinein ist es einfach viel, viel besser so. Und wirklich dann noch so eine Sache, egal wer euch was sagt, egal wer euch irgendwas einredet, euch sagt, so, das schaffst du eh nicht oder irgendwas, ihr werdet alles schaffen, so. Ihr schafft einfach alles, weil ihr seid ein Wunderwerk, jeder von euch. Das ist auch so ein Punkt. Und genau, ansonsten, das erstmal so dazu, war jetzt ziemlich schnell runtergerattert, aber naja. dann zu meinem Rank wollte ich noch ganz kurz was sagen. Und was bei mir wirklich so ein Punkt ist. Also ich persönlich
nehme die Calls sehr, sehr ernst, die Team-Calls. Also wirklich, da einfach an euch so, nehmt das wirklich ernst, seid wirklich auf jedem Call einfach am Start, weil es einfach, ja, die besten Calls sind so, ich weiß nicht, wenn ich einen schlechten Tag habe, ich gehe auf einen Team-Call oder wenn es nur ein Trading-Call ist, bin einfach viel, viel besser drauf danach. Und genau, ansonsten dann wirklich, was wichtig ist, gerade so, also ihr müsst wissen, ich habe meine ganzen Teampartner durch Kaltakquise gestartet. Also ich hatte meine Kontaktliste, ja, da wollen wir erst gar nicht anfangen, die war viel zu klein. Genau. Und ja, da ist halt wirklich so, dass ihr ehrlich sein sollt, wirklich offen sein sollt. Also wir haben auch ein paar geschrieben und meinten so, ja, es klappt nicht so. Und da müsst ihr wirklich ehrlich offen sein, nicht irgendeinen Mist rum erzählen, was eh nicht stimmt, weil bringt am Ende sowieso niemanden was. Wirklich ehrlich sein, einfach auch Audios machen, hat man wahrscheinlich auch schon gehört, einfach auch normal anschreiben. Also ich persönlich halte von Copy and Paste nicht so viel, andere sind da andere Meinung, weiß ich. Aber genau, einfach individuell anschreiben, ist auch viel, viel persönlicher meiner Meinung nach. Und dann wirklich, was auch wichtig ist, nimmt einfach die First Calls und die Follow-ups ernst. Vor allem auch das Edifying, also ja, ist sehr, sehr wichtig. Sonst läuft es halt einfach nicht. Und ansonsten, ja, seid einfach immer am Start, vor allem seid auch einfach selbstständig, verlasst euch nicht irgendwie auf eure Upline oder irgendwas, sondern macht's einfach, seid einfach selbstständig, ihr seid hier in einem Online-Business und da gehört das eben halt einfach dazu so. Und ansonsten, ja, gerade auch noch so wegen Selbstvertrauen, ist jetzt alles so ein bisschen durcheinander, aber was soll's, beim nächsten Mal wird's auf jeden Fall besser. Probiert euch einfach aus, wirklich, euer Selbstvertrauen wird dadurch viel, viel stärker. Ihr werdet mehr Selbstbewusstsein bekommen und kommt auf jeden Fall aus eurer Komfortzone heraus. Ist sehr, sehr wichtig. Und ja, seid einfach die beste Version von euch selbst. Dann kann euch nichts im Wege stehen. Ihr werdet alles schaffen. Ihr erreicht einfach eure Ziele so. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr selbst dran glaubt. Und dann steht euch, wie gesagt, nichts mehr im Wege. Genau, das so dazu. Und ja, das war es eigentlich soweit auch schon. Genau. Danke auf jeden Fall und ja, hat mich gefreut. Mega nice, mega nice, mega nice, mega nice, mega nice. Ich sehe schon, einige sind noch am Schreiben ein bisschen. Aber Leute, rastet mal bitte alle aus dem Chat. Ja, rastet mal bitte aus. Das war ein absolut geiles, kranker Part. Ich muss auch noch kurz das Letzte einmal ganz kurz aufschreiben. So. Und da kann ich auch direkt was sagen, wenn ihr weniger mitgeschrieben habt als ich und ich habe eine Seite mitgeschrieben, dann ist euer Ego zu hoch, Leute. Ja, dann ist euer Ego zu hoch. Ja, droppt euer Ego, schreibt mit, nehmt euch das mit, da waren geile Sachen bei, ja, zu 100%. Und deswegen auf jeden Fall nochmal riesen, riesen Props an Jasmin, ja, und geistkrank. Ja, Jasmin, ich schmeiß dich jetzt nochmal ganz kurz ins kalte Wasser. Und zwar, du weißt, wer der nächste Speaker ist, ja. Du weißt, wer der nächste Speaker ist und ich würde gerne von dir das Edifying direkt mal hören. Ja, hol mal das geisteskrankeste Edifying raus, was du für ihn bis jetzt jemals gemacht hast. Und ja, ich bin gespannt. Let's go. Zu Ali, oder? Also ja, zu wem sonst? Okay. Ja, was soll ich zu Ali groß sagen? Also ich könnte hier, glaube ich, eine halbe Stunde über ihn reden oder noch länger. Ali, wirklich, Ali ist die beste Upline. Also ich habe keine andere, ich weiß nicht, wie die anderen sind, aber Ali ist für mich persönlich die beste Upline. Ich bin so, so froh und so glücklich, dass er mich damals angeschrieben hat, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier am Start, hätte nicht diese Möglichkeit bekommen. Und ja, was soll ich zu Ali sagen? Wirklich, Ali, so ein herzensguter Mensch, wirklich sehr, sehr korrekte Person, ist immer offen, immer da, wirklich, ich schreibe ihm, er antwortet direkt. Ja, wirklich, also Ali einfach krass, auch wie er sich entwickelt hat, wirklich. Einfach 18 Jahre jung und schon so weit, einfach schon wirklich so da, wo ich auch hin will, ist auch mega die Inspiration für mich. Und genau, ja, das so zu Ali, wirklich, seid gespannt auf seinen Part, er wird das auf jeden Fall rocken und genau, let's go! Let's go! Ich muss ein bisschen leise sein. Yes, erstmal Jasmin, geisteskranker Part. Herzlichen Dank auf jeden Fall für das Edifying. Wirklich mega geil, wirklich richtig schöne Worte, die du auch gewählt hast, auch schon davor in deinem Part. Habe ich mega gefühlt auf jeden Fall. Und krasse Story auf jeden Fall auch. So ein paar Sachen wusste ich auch noch nicht, was heftig ist. Aber wirklich
geisteskrank. Genau diese Stories gehören auf jeden Fall auf die Bühne und genau diese Stories werden auf die Bühne kommen zu 1000%. Wenn du spätestens beim Ausbildungsevent im P1K oder P2K-Panel bist, der Boss Ladies, weil da gehörst du, da sehe ich dich zu 1000%. Ja, ich bin hier gerade im Café mit Finn, den ihr hier gerade seht, mit Tastika, Teampartner von mir und unserem Special Guest. Yes. Die einen oder anderen wissen jetzt wahrscheinlich, wer es ist, aber der wird gleich speaken. Was ich einfach nur kurz habe, Leute, und zwar habe ich gestern mit Leander 3 Stunden gecallt. Wir haben ein bisschen was aufgeholt, Leander, glaube ich. Und ihr müsst euch so vorstellen, es ist doch mal gut, so deepere Gespräche zu führen, weil, schaut mal, unsere Vision, beziehungsweise meine Vision ist es, mit den Menschen hier im Business, also ihr, dass wir langfristig nicht nur das Business aufbauen, sondern auch eine Freundschaft, sodass wir auch unsere Ziele, unsere Reisen, unsere Trips alle gemeinsam machen. Weil ich bin euch ehrlich, dieser P1K-Trip, wo ich mit Leuten einfach war, die genau dasselbe wie ich anstreben, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. So natürlich mit meiner Familie noch, aber sonst kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Das sind genau die Menschen, die ich um mich herum haben möchte. Und deswegen ist es brutal wichtig einfach, dass ihr diese Vision vor euch habt. Dass ihr wisst, hey, diese Menschen hier im Business, mit denen werde ich langfristig hier Großes erreichen. Weil ich weiß, Leander wird nicht aufhören durchzuziehen, bis er an sein Ziel gekommen ist. So, ich werde niemals aufhören, bis ich an mein Ziel gekommen bin. Finn wird niemals aufhören, bis er an sein Ziel gekommen ist. Zu 1000%. Und diese Vision müsst ihr einfach vor Augen haben. Und mir ist auch gestern klar geworden, als ich mit Leander gesprochen habe, dass solche Gespräche auch echt mal gut getan haben. Wir haben teils auch nicht immer so übers Business gesprochen. Das ist auch ganz normal. Ich sage das auch zu meinen Teampartnern. Hey, ich bin nicht nur der Business-Ali. Ich habe nicht nur ein Ohr fürs Business, nur für die Profits oder so weiter, sondern ich habe auch das menschliche Ohr, das persönliche Ohr, wenn privat irgendwas ist. So komm gerne auf mich zu, wenn deine Arbeit dich sagt, wenn du irgendwelche Tipps brauchst, irgendwas, dann komm gerne auf mich zu. Sprich gerne mit anderen Personen darüber, weil viele Personen sprechen leider nicht mit anderen Personen darüber, was ich leider sehr, sehr, sehr schade finde. So, und hier hat jeder definitiv ein offenes Ohr. Leander hatte gestern 3 Stunden offenes Ohr. Für mich so, ich habe gestern, wir haben wirklich gesprochen, bis wir beide fast eingepennt sind, haben die Zukunft geplant, haben Events geplant und so weiter, haben so geile Sachen einfach besprochen, auch Dinge, die außerhalb des Business waren. Und für so eine Zeit ist man einfach echt dankbar, dass sich Menschen auch so eine Zeit nehmen. Deswegen, Leander, nochmal herzlichen Dank auf jeden Fall, Bro. Wirklich hat mir mega viel wieder geholfen, Bro. Herz geht auf jeden Fall zurück. Genau deswegen, das auf jeden Fall ganz kurz dazu. Und was ich auch einfach in letzter Zeit realisiert habe, was ich euch ganz offen und ehrlich sagen kann, ist, dass ihr vielen Menschen beziehungsweise auch anderen Menschen einfach, der Glaube ist einfach das Wichtigste. So, ich gebe meinen Teampartnern jetzt auch immer wieder den Glauben einfach, dass sie Großes erreichen können. Zu 100%. Weil das hat mir gestern noch Leander gesagt und mir ist es aufgefallen, so, Spannung steigt. Geil. Ich check mal ganz kurz ab, was mit dem Ali ist. So. Go. Was wäre ein Team Corona Herausforderung? Okay, Bro. Zoom ist komplett zusammengebrochen. Okay. Okay, easy, bis gleich. Alright. Ali kommt jeden Moment mit dem Handy wieder rein. Also, alles easy, alles easy. Guckt auf jeden Fall, dass ihr das nochmal aufnimmt, was ihr gerade gesagt habt. Ich kann es auch nur nochmal ansprechen, ja. Wir machen zwar hier ein Business, ja, wir starten eigentlich, die meisten starten mit der Intention ursprünglich einfach Geld zu verdienen. Aber es ist halt so fucking viel mehr dahinter. Es ist so fucking viel mehr dahinter. Und das ist halt das, wo Ali jetzt gerade eigentlich auch intensiv drauf eingehen wollte. Und jetzt ist er wieder am Start, Ali. Kannst wieder raushauen. Let's go. Ach, auf einmal abgestürzt. Aber gar nicht schlimm, Leute. Sowas hält mich natürlich nicht auf. Genau, wo war ich auf jeden Fall stehen geblieben? Genau den Glauben einfach daran, dass ihr viel mehr erreichen könnt. Und das sage ich nicht nur so, Leute. Ich weiß es einfach. Definitiv. Und deswegen habt immer den Glauben daran, dass ihr Großes erreichen könnt. Weil glaubt mir, wenn ihr nicht an euch glaubt, wer soll sonst an euch glauben? Ich habe so viele Rückschläge in den letzten 2-3 Wochen gehabt, vor allem von meiner Familie. Weil ich glaube, es ist gerade wieder so eine Phase, ob ich getestet werde, aufs nächste Level zu kommen.
So, weil mir wird es gerade richtig schwer gemacht. Mit Ausbildung, dass ich gerade nur dieses Business hier mache, dass meine Eltern richtig Druck machen und so weiter und so fort. Aber ich weiß, dass es nur eine Prüfung ist, um aufs nächste Level zu kommen. Und ich bin mir zu 1000% sicher, wenn ich auch so ein Gespräch wie mit Leander gestern hatte, was mir brutal viel geholfen hat, dass ich einfach den Glauben wieder zurückbekommen habe, dass ich zu 1000% das erreichen kann. Und deswegen habt immer den Glauben in euch selber. Und wo ihr diesen Glauben findet, dass ihr an eure Ziele kommen könnt, genau hier, zu 100%. Und eine Person, die den Glauben fast aufgegeben hat an mich, die auch hier der Special Speaker ist, wofür ich ihn einfach mega dankbar bin, ich lasse es noch ein bisschen geheim, ihr müsst euch so vorstellen, der Special Speaker, jeder von Ihnen kennt ihn zu 100%, weil ich bin auch mega dankbar, dass er gerade hier ist, hier in Hildesheim auf jeden Fall. Ich bin mega froh, dass er sich auch hier die Zeit nimmt, weil ihr wisst alle, was er für eine krasse Leistung hat, was er für einen krass vollen Kalender hat. Denn sein Ziel ist es im Oktober, ja, jeden Tag Geburtstag zu haben. Was heißt das? Den Sherman-Rang zu hitten. So, und die einigen oder anderen wissen jetzt, wen ich natürlich meine. Ich spreche von David Wolgemuth. David Wolgemuth hat sich extra die Zeit genommen, auf unseren Team-Call hier zu kommen, um seine P5K Almost Sherman Nuggets hier zu droppen. Und ihr wisst selber, über 300 Teammitglieder, er hat so einen vollen Kalender. Ich habe den gerade wirklich gesehen. Seid wirklich dankbar, dass er sich hier die Zeit nimmt. Vor allem ich bin ihm noch so dankbar, dass er vor genau einem Jahr saßen wir hier in dem Café und David hat eigentlich fast den Glauben in mich aufgegeben, weil er nicht gedacht hätte, dass ich so durchziehen werde. Aber er wusste es auf jeden Fall. Und ich bin noch mega dankbar, dass er sich hier die Zeit nimmt. Und genau deswegen, David, ich hoffe mal, Leander entmutet dich. Ich bin mega dankbar, dass du die Zeit nimmst, Bro. Und let's crush it, Bro. Drop die Nuggets. Let's go, Bro! Ich drück, Bro, ich drück. Jetzt. Perfekt, alright. Sorry, hab ich nur vertippt. Super, kann man mich einigermaßen hören? Verbindung top, soweit? Super, optimal. Sehr schön, sehr schön. Ja, Leute, freut mich auf jeden Fall auch erstmal extrem, heute hier auf diesem Teamcall dabei sein zu dürfen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal oder überhaupt gefühlt dieses Jahr auf diesem Teamcall hier gesprochen habe. Und es freut mich einfach extrem, auch hier zu sehen, was für Leute hier jetzt schon, ja, sag ich mal, vorne stehen, welche Leute hier sprechen. Jasmin, wirklich ein mega starker Part von dir. Freut mich ultra, wirklich. Und Leute, das ist genau das, worüber ich heute sprechen möchte, in ein paar wenigen Minuten. Und zwar ist es wirklich diese Spielerqualitäten, dieses Spielerpotenzial, ja, was jeder hier in sich trägt, wirklich zu fördern und genau die Dinge dafür zu tun, die auch wichtig sind, um das Ganze letztendlich, sage ich mal, auszuformen, ja, und auch dementsprechend, ja, wie ein Spieler, sage ich mal, sich verhält, auch dementsprechend die Ränge zu machen und auch dafür bezahlt zu werden. Ja, weil jeder von uns war, sage ich mal, oder ich hoffe, jeder von uns war auf dem 7-Day-7-Skills-Call und eine der Eigenschaften, die ein Spieler haben soll, das möchte ich auf jeden Fall ganz besonders hervorheben. Und das ist eben diese Eigeninitiative und zum anderen, sage ich mal, die Komfortzone zu verlassen. Ja, weil das sind, sage ich mal, meiner Meinung nach zwei der größten Challenges, die jedem hier begegnen. Wenn du jetzt ganz frisch gestartet bist, wirst du es wahrscheinlich selbst kennen. Oder auch vielleicht war es für Jasmin jetzt auch erstmal ein großer Step, das erste Mal hier auf dem Teamcall zu sprechen vor 20, 30 Leuten. Wo man sich auch mal verspricht, wo mal nicht alles nach Plan läuft. Und genau das sind die Dinge, die uns eben zum Wachsen bringen. Weil ich kann mich noch selbst genau daran erinnern, wie ich auf dem ersten Webinar gesprochen habe, auf der ersten Präsentation. Ihr müsst euch vorstellen, für dieses Webinar, ja, ich habe es, glaube ich, letztens auch mal wieder wo erzählt, auf einem Teamtraining, es gab einen Flyer, also es gab immer einen Flyer für diese Live-Präsentation und ich habe gesehen, jede dieser Personen hatte einen Rang. Und ich hatte noch keinen einzigen Teampartner und es war ein Donnerstag, wo ich wusste, dass ich am nächsten Dienstag auf dieser Präsentation sprechen würde. Und aus dem Grund habe ich den P150 gemacht in den 3-4 Tagen, weil ich mich sonst geschämt hätte. Ja, also ich habe einfach, da habe ich schon diese Motivation gehabt, dafür einfach diesen Rang zu machen. Und ich habe mir dann ein Hemd angezogen, ich saß da so und ich habe auch wirklich, nur die Academy und den Harmonic Scanner erklärt. Das war alles. Ja, das war alles. So, und ich habe trotzdem wirklich, das war für mich, ich habe auch das nicht daheim im Zoom-Call gemacht, sondern ich bin eine Stunde gefahren in das Büro, wo meine damalige Upline war, um eben mit der Person das Ganze zusammen zu machen, weil ich mich allein nicht getraut habe. Ja, und das ist eben genau das Ding. Mehr gab es früher auch nicht, was man hätte erklären können. Es gab noch einen Vergütungsplan, das gab es damals schon, aber viel mehr auch nicht. Es gab wenigstens eine Internetseite. Ja, das ist eben der eine Punkt. Und ich finde, da trennt sich wirklich, sage ich mal, eben, wer ist wirklich ein Spieler und wer ist mehr nur ein Joker? Also wer,
der macht sich selbst was vor. Weil am Ende des Tages sind es einfach genau die Menschen, die hier Ränge machen, die Ziele erreichen, die sich eben trauen, vorwärts zu gehen. Ja, die auch wirklich bereit sind, diese Fehler zu machen, ja, und eben auch daraus zu lernen. Weil jedes Mal, wenn ich eine Präsentation verkackt habe, jedes Mal, wenn ich einen Part gemacht habe auf einem Teamcall oder so, mit dem ich nicht zufrieden war, jedes Mal hat es mich weitergebracht. So, das sollte definitiv immer unser Ansporn sein. Deswegen auf jedem Teamcall am Start zu sein. Ja? Ich habe es letztens auf dem Teamtraining gesagt, wer ein guter Speaker werden will, es sollte ein guter Zuhörer sein in erster Linie. Ja, wer ein guter Speaker werden will, sollte ein guter Zuhörer sein. Und wen sehe ich immer auf den Calls? Jasmin sehe ich immer auf den Calls. Deswegen war ihr Part auch für den ersten Part einfach extrem, extrem gut. Ja, und deswegen, Leute, nehmt euch da ein Beispiel dran. Und das ist das, was für mich eben den Spieler bzw. die Spielerin einfach definiert. Einfach da, sage ich mal, ja, sich keine Gedanken darüber zu machen, was andere über ihn denken, sondern einfach am Start zu sein. So, ich stehe auch hier draußen irgendwo in der Landschaft und mache den Call hier. Völlig egal, wer, sage ich mal, mir vorbeiläuft, was die Leute denken und sich denken, hey, was ist das für ein Vogel, der da mit seinem Handy redet. So, und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist eben diese Eigeninitiative. Ja, wenn Leander oder Finn noch nicht auf dich zugekommen sind zum Beispiel oder Ali noch nicht auf dich zugekommen sind, auf diesen Teamcall zu speaken, dann frag sie, sprich sie an. Ja, wenn du aktuell dich wohlfühlst, finde ich das schön, aber so sollte es nicht sein. Du sollst außerhalb deiner Komfortzone sein. Deswegen frag deine Upline nach einer neuen Herausforderung. Frag, hey, welche Aufgabe kannst du mir geben? Oder woran kann ich noch wachsen? Schmeiß mich ins kalte Wasser. So, und such dafür selbst diese Eigeninitiative, weil das ist eben genau das Ding. So, ich habe auf den letzten Teamcalls und Teamtrainings oft drüber gesprochen, Hol- und Bringschuld. Ja, wir alle hier, auch jede Führungskraft war auch eine Zeit lang auch nur Teampartner, war auch nur in der Teampartnerposition. Und es ist wichtig, dass man eben versteht, dass das Ganze nur funktioniert auf einer gewissen Gegenseitigkeit. Und da ist es wichtig, dass jeder Einzelne hier bereit ist, sich die Hilfe zu holen. Ja, wenn ich ein großes Event mache, dann sage ich Marvin, hey Marvin, ich habe da und da, ich habe 50 Interessenten dort, Bro, ich brauche dich unbedingt, kannst du kommen. Ja, und ich bleib da so lange dran hängen, bis der auch wirklich zusagt und bearbeite ihn so lange, bis ich ihn überzeugt habe. Ja, ich kenne das selber hier, wenn der ein oder andere ein Event macht und ich dann 25 Nachrichten gefühlt bekomme und dann komme ich auch. Ja, und dann bin ich auch am Start. So, und genau so sollst du auch jetzt definitiv schon hier diese Hilfe holen, diese Unterstützung holen und nicht darauf warten, dass es irgendwie auf dich zugeführt kommt, weil das ist eben der Unterschied einfach zwischen Arbeitnehmertum und dem Business hier. Und das ist das, was einfach viele nicht verstehen. Das ist das, was viele nicht verstehen. So, die meisten denken, okay, ich kriege jetzt morgens einen Zettel mit Aufgaben hingelegt, den muss ich den Tag abarbeiten und das war's dann. Aber so ist es nicht. Ja? Diese Aufgaben, die müsst ihr euch selbst geben. Ja? Ihr müsst selbst diese Initiative ergreifen, was zu tun. Ja, weil keiner wird einfach Chairman. Ja? Chairman wirst du dann, wenn du selbst jeden Tag mehrere Schritte vorwärts gehst, ohne dass dir jemand in den Hintern dafür treten muss. Ja, weder Ali, Finn, noch ich, kein Marvin, kein Richard, niemand hier ist dafür da, um dich zu motivieren oder um dich, sag ich mal, dass du in die Pötte kommst, sondern das musst du selber machen. So, ich gebe hier jeder Person einfach nur das mit, was ich geben kann und gebe die Unterstützung, die ich geben kann. Und diese Unterstützung ist auch nur was wert, wenn wirklich jeder hier, sage ich mal, es selbst ernst nimmt, einfach in diesen Money-Making-Activities zu sein, in seinen Daily-To-Dos einfach auch wirklich Consistency in den Tag zu legen und nicht schwach zu machen. Ja, weil ich habe es, glaube ich, schon oft genug gesagt, die Start-Stop-Krankheit, sage ich mal, ist somit das Schlimmste und Fatalste, was ich hier sehe in dem Business. So, weil viele Gesichter, die ich hier sehe auf diesem Call, so, ich habe Meetings gemacht, Events gemacht, telefoniert und dies und das und Follow-ups gemacht oder das waren Leute, die waren im Trading negativ und haben ein Trading-Konto aufgemacht. Aber was machst du jetzt? Frag dich mal ganz ehrlich, was machst du jetzt? Bist du immer noch so aktiv wie in dieser Phase 1, ganz am Anfang, wo du top motiviert warst? Oder hast du nachgelassen? Oder war das bei dir phasenweise? So, weil das Ding ist, Chairman-Season, so, das ist eine dauerhafte Season, wenn, sage ich mal, deine Arbeitseinstellung stimmt. So, und ich habe einfach gemerkt, das ist genau der Punkt und das ist genau der Grund auch zum Beispiel, warum Ilya zum Beispiel vor mir den Chairman gemacht hat, obwohl er nach mir gestartet ist. Weil er nicht Start-Stopp gemacht hat, weil er nicht gechillt hat. Ja, weil er sich nicht auf Erfolgen ausgeruht hat. Und wir ruhen uns viel zu früh auf viel zu kleine Erfolgen aus. Ich habe gestern Abend zum Beispiel auch noch lange mit Ilya telefoniert und wir beide sind definitiv darüber übereingekommen, dass bevor wir Chairman 50 sind, wir auf jeden Fall keinen Gang zurückschalten. Wofür denn auch? Ja? Was gibt es da für einen Grund zurückzuschalten? So, klar bist du dann finanziell frei, aber noch nicht so finanziell frei, dass du dir jeden Monat XXX
Auto kaufen kannst und 3 Schulen bauen kannst. Bist du einfach nicht. Deswegen gibt es auch keinen Grund, dann einen Gang zurückzuschalten. Und deswegen ist es wichtig, diese Schwelle, okay, wann konzentriere ich mich auf andere Dinge, einfach mega hochzusetzen und einfach so lange wie möglich in dieser Phase 1 zu bleiben. Und jeder von uns kann definitiv mit dem Ganzen hier, was wir machen, erfolgreich werden. Es ist kein Hexenwerk. Und ich habe selbst einfach gesehen, dass die Leute, die es einfach straight umsetzen, genau die sind, die auch die Erfolge absahen. Ich finde es auch mega nice zu sehen, bei Pascal, der zum Beispiel vor 1,5 Jahren hier schon mal bei AM war, die Wege sich getrennt haben und selbst wieder zusammengeführt haben, wie er jetzt innerhalb kürzester Zeit auch ohne Kontaktliste, sage ich mal, trotzdem sich ein Team aufbauen konnte aus mega coolen Ladies, super coolen Leuten, die einfach auch alle genau die gleiche Vision teilen. Und was hat er dafür getan? Er hat einfach genau das umgesetzt, was ich ihm gesagt habe. So, und er war extrem coachable. Ja, ich musste ihm ganz viele Flausen austreiben aus dem Kopf. Ja, aber er hat es trotzdem gemacht. Ja. Und das ist der Punkt, so, warum auch die Woche sein P150 geknackt wurde und warum ich auch weiß, dass der P600 nicht lang warten wird. Und das ist genau das Ding, was ich eben einfach so extrem feiere, dass man einfach nur die Dinge umsetzen muss, die einem vorgegeben werden. Und das ist das Ding, Leute. Stellt euch vor, das System, was wir haben, ist wie Schienen. Und wir sind der Zug, der auf diesen Schienen fährt. Und sobald wir uns vom System abwenden, sobald wir unser eigenes Ding machen und denken, wir sind schlauer, kommen wir von diesen Schienen ab. Und was ist da? Ja, Failure. Fail. Ja, wir kacken ab, wir bauen einen Unfall und wir gehen drauf. Unser Business crasht gegen die Wand und wir haben kein Momentum mehr. So, und das ist eben genau das Ding. Bleibt auf diesen Schienen, haltet euch exakt daran, was wir machen. Man darf niemals das System verharmlosen, auch wenn es manchmal nicht 100% funktioniert. Weil ich sage euch auch eins eben in Bezug aufs Business. So, ich habe teilweise die Präsentation exakt gleich gemacht, exakt gleich eingeladen. Trotzdem habe ich auf manchen Präsentationen 5 Leute, auf manchen 50. Genauso im Trading. Ja, auch da, niemals das System verharmlosen. Bestimmt der eine oder andere kennt es, der hat eine Strategie super gut gelernt, hatte eine profitable Woche und die nächste Woche geht alles in die Hose, alles geht schief. Und da darf man auf gar keinen Fall ablassen vom System, sondern muss weitermachen. Weil Verluste, Absagen, das gehört alles dazu. Im Trading, im Business völlig normal. Und da dürfen wir uns auf gar keinen Fall vom Weg abbringen lassen und eben diesen Fokus nach vorne zu behalten, in dieser Phase 1 zu bleiben, ja, auf gar keinen Fall, sage ich mal, damit zu quitten und definitiv, ja, an seine Eigeninitiative und, das war der zweite Punkt, Eigeninitiative und der Komfortzone, sage ich mal, zu arbeiten, da rauszukommen. Das sind, sage ich mal, die wichtigsten Punkte. Das wollte ich euch heute hier ganz spontan mitgeben. Sind hier, wie gesagt, noch in Termin. Geht gleich für mich weiter auch in die nächste City hier in der Umgebung. Und es war mir auf jeden Fall eine Ehre, heute hier kurz sprechen zu dürfen. Nächstes Mal auch gerne mit einem ausführlicheren Part. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich freue mich hier auch bald in den nächsten Calls noch mehr von euch sprechen zu hören. Und ich danke auf jeden Fall Ali, Finn, Leander und allen anderen Jungs und Mädels hier, dass ich hier heute sprechen durfte. Und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ganz liebe Grüße aus Hildesheim und bis bald. Tschüss! Nice. Ballert mal was in den Chat, Leute. Herzen, Einsen, Namen. Leute, P5K war gerade auf unserem Call. P5K war auf unserem Call. Close to German. Ja. Er hat das wirklich mal zu schätzen. Der Typ ist 21 Jahre alt und wird in diesem Monat, ja, also jetzt von diesem Monat, im nächsten Monat, Six Figures crushen. Ja. Mit 21. Ja, und mit solchen Menschen arbeiten wir zusammen. Ja, von solchen Menschen dürfen wir lernen. Das ist einfach nur geisteskrank. Ja, und auch nochmal mega Props raus an Ali. Ali auch ein mega geiler Part. Und nochmal mega Props an Jasmin. Ja, erster Part absolut gerockt, absolut geisteskrank. Ja, ich bin absolut happy, absolut blessed, mit solchen Menschen hier zusammenarbeiten zu dürfen. Ja, mit jedem einzelnen von euch zusammenarbeiten zu dürfen. Ja, no joke, jeden Tag. Ich bin jeden Tag so fucking glücklich einfach nur. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jeden Tag so fucking glücklich. Einfach so fucking glücklich wegen dieser Möglichkeit. Ich bin so dankbar. Ja. Wirklich, lernt das nochmal wirklich zu wertschätzen. Geht nochmal hin euch. Guckt mal wirklich, was das hier für eine Möglichkeit ist. Und wenn ihr mehr anfangt, dankbar zu sein, wenn ihr noch einfach das noch viel mehr ausstrahlt, ja, dann attractet ihr auch direkt viel mehr Resultate, viel mehr bessere Dinge einfach in euer Leben. Ja, Dankbarkeit hat die größte Anziehung. Und damit möchte ich den heutigen Call auch beenden. Geisteskranke Parts, heftiger Mehrwert gewesen, ab in die Umsetzung, geht jetzt am besten die Notizen nochmal durch, markiert euch das, was ihr jetzt als nächstes alles umsetzen wollt, direkt nach diesem Call und dann würde ich sonst sagen, Leute, wünsche ich euch einen extrem, extrem geilen Abend und noch eine erfolgreiche Woche. Let's go! Tschüss!
the nature of the mastermind principle because you must use it before you can take the master key. An understandable definition of the mastermind is this. It consists of two or more people who work in perfect harmony for the elevated my life. Duplication like I'm living it twice. I see the vision, so I'm up in the price. Team strong, we all moving precise. They catching feelings while we catching flights, yeah. I'm up in my lot size, I'm about to take profit, yeah. I'm catching these pips, I cop some new Robins. Ay, pull out the coupe, I took it to Collins. Ay, residual Fridays, my money keep piling. Flying a PJ to islands, Rollie be flooded with diamonds. Pull up expensive car, doing these seminars, I ain't withholding the knowledge. Now come through and soak up this game, how well feel it be knowing my name. Popping champions, we did it again. GV busting, it's all making sense. Yeah, I live like a pharaoh. Ain't scared of them trenches, I'm still in the field like I'm back at zero.